Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich möchte euch etwas ankündigen. All die Jahre, die Maison Manga jetzt mittlerweile existiert, habe ich im Grunde nie was gefordert, beziehungsweise nie etwas verdient, keinen Cent. Und das möchte ich jetzt hiermit ändern. Aber natürlich möchte ich trotzdem dem Ganzen oder meiner Ansichten nach für den Content, den ich euch liefere, dementsprechend auch fair bleiben und habe mich wieder einmal dafür entschlossen. Damals habe ich das dann irgendwann mal abgelegt. Ich möchte es wieder anfangen und zwar die Amazon-Wunschliste existiert. Das ist eine Funktion, in der ihr auf einen Link klickt. Den habe ich dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich immer in der Videobeschreibung drin, wenn ich es nicht vergesse. Und da könnt ihr eben draufklicken und habt eine Auswahl an Produkten, überwiegend Manga, die ich vielleicht mir mal angucken würde, aber jetzt vielleicht aktiv nicht direkt das mir kaufen würde. Zumindest momentan nicht zu dem Zeitpunkt. Und da habt ihr die Möglichkeit quasi mir, beziehungsweise also mich in der Hinsicht zu supporten, indem ihr sagt, hey, das wäre cool, das würde mich mal interessieren, wenn du zum Beispiel diesen Manga dir mal gibst und darüber etwas erzählst oder vielleicht sogar dran gefallen findest und irgendwann eine Review drüber machst oder sonstiges in dieser Richtung. Ihr habt aber zusätzlich zu den Dingen, die ich euch vorgebe, auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel mehr supporten wollt in der Hinsicht quasi in einem Rutsch, könnt ihr dann auch dementsprechend sogar eigene Dinge, die ich nicht vorgegeben habe, hinzufügen, sofern sie in irgendeiner Form nicht gebrauchter Natur sind. Das habe ich speziell ausgestellt, denn sonst kann es sein, dass meine persönliche Adresse durch die Gegend fliegt und das möchte ich nicht. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Wenn ihr mich dementsprechend supporten wollt, könnt ihr das jederzeit nun tun, indem ihr auf den Amazon-Wunschlisten-Link klickt und das Ganze dann eben quasi für mich kauft. Das wird dann an mich weitergeleitet und ihr habt die wunderschöne Möglichkeit, dann quasi noch auf einen Zettel, den man da zulegen kann, da könnt ihr dann noch Dinge draufschreiben. Wenn ihr besondere Wünsche habt oder so, versuche ich die so gut es geht zu erfüllen. Und ich werde auch immer ein kleines, aber feines Video hochladen, wo ich mich bedanke. Leute, die schon länger dabei sind, kennen die THX-Videos. Die würde ich dann wieder ins Leben rufen. Ich mache das deshalb, weil zum einen, ich hatte gestern ein bisschen das Gespräch über das Thema Support und wie sehr ich gerne Leute supporte und wie es scheinbar auch gerne andere Leute tun und haben mir gedacht, mein Gedankenkorsett damals war, dass man das doch nur macht, um irgendwie dann Geschenke zu bekommen oder Geld oder sowas. Aber dem ist nicht so. Ich sag's euch einfach, wie es ist. Ich gebe für Maison Manga Geld aus. Ich habe ein Videoprogramm, das jährlich nicht gerade günstig ist. Ich habe ein Aufnahmeprogramm, dementsprechend sind das alles Kosten, die auf mich zukommen, die ich bisher immer einfach so gegeben habe und ich möchte mich da auf keinen Fall beschweren, weil das ist meine eigene Idee und meine eigene Entscheidung gewesen, das zu tun. Aber natürlich, wenn hier und da mal ein Manga gesponsert wird für irgendeine Review oder sowas, sage ich nicht Nein dazu, ja? Dann sage ich auf keinen Fall Nein dazu. Und dementsprechend, wenn ich Band 1 quasi da jetzt zum Beispiel irgendwo reinhaue, dann heißt das, dass ich diese Manga-Serie noch nie angefangen habe und ich habe keinen einzigen Band davon, ne? Dementsprechend, wenn ihr mich da mal supporten wollt mit den ersten drei Bänden oder sowas, feel free, das würde mir helfen. Und dann kann ich dementsprechend auch, wenn ihr irgendwelche Wünsche draufhaut oder so, auch mal drauf schauen, ob ich das in Zukunft dann für euch realisieren kann. Macht man einen Podcast über hier, macht man ein Video über den Manga, über den Anime, über das Spiel, was auch immer. Ihr könnt da reinschreiben, draufschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt auch draufschreiben, ob ihr wollt, dass es vorgelesen wird innerhalb des Videos oder nicht. Wenn ihr nichts dazu schreibt, lese ich es vor. Und das ist die Idee dahinter. Ich habe mir gedacht,
ich denke, es ist nichts Verwerfliches in diesem Punkt und ich werde dadurch auch nicht reich. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Wie gesagt, habe euch eine Beispielliste gegeben. Tobt euch aus oder lasst es sein. Es ist kein Zwang. Wenn ihr aber das Bedürfnis habt, mir so ein Manga zu unterstützen, dann könnt ihr das nun offiziell hiermit tun. Das war es auch schon soweit. Ich werde mich heute wieder mal an jede Menge Videos dran klammern. Mal vielleicht den einen oder anderen Anime auch nochmal schauen. Mal gucken. Ihr habt ja wieder fleißig irgendwelche Beispiele auch gebracht, wo ich mal überlege, in welche Manga oder Anime ich mich mal vertiefen könnte eventuell. Und dafür danke auf jeden Fall. Danke für weitere Jahre hoffentlich, Maison Manga. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass das Ganze ein bisschen anders ist, als wir es davor immer gesagt haben. Aber ich habe wirklich, wirklich jetzt fast 8 Jahre müssten es sein, darüber nachgedacht, wie ich das Ganze irgendwie rüberbringe. Und ich bin an dem Punkt angelangt, wo ich mir einfach denke, ich denke, das ist nicht so schlimm, wie ich es vielleicht noch vor 3-4 Jahren gedacht habe, dass es so schlimm wäre, da ich mittlerweile auch selber viel andere Leute, andere Streamer, VTuber und so weiter supporte, monetar. Und da denke ich, vielleicht, wenn der ein oder andere das mal machen wollte, hat er jetzt die Möglichkeit dazu. Wie gesagt, kein Zwang, ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr nichts tut. Die Motivation sinkt dadurch auch nicht, weil darum geht es mir in erster Linie nicht. Aber natürlich, wenn ich sehe, dass die eine oder anderen da ein bisschen Bock haben, den Kanal weiterhin quasi aufrecht zu erhalten, dann freut mich das natürlich auch sehr. Und natürlich in einer gewissen Form, da brauche ich euch nicht anlügen in der Hinsicht, motiviert das natürlich auch. Aber ich denke, das ist selbstverständlich. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Und wie gesagt, es ist kein Zwang. Ihr könnt das tun, ihr könnt es aber auch genauso gut lassen. Maison Manga wird weiterhin existieren. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin euer René von der Maison Manga und man hört sich in einem kommenden Video für diese Woche. Seid gespannt und vielleicht machen wir auch noch einen Stream diese Woche. Mal schauen. Bis dahin und ich sage wieder einmal Ciao.